Right now, every single second we generate data, massive data, but we don't use data in a proper way. So in the future, if we have some clever platform and we put our real-time data into the platform, and we can use some like AI algorithm to decide what should we do for next steps by using this platform and by using our real-time data and historic data, it would be very fantastic. Nutzer müssen nicht mehr in komplizierten Apps herumscrollen, sondern müssen einfach nur noch den Chip berühren und schon öffnet sich das Eingabeformular zum Baum oder zum Spielgerät beispielsweise. Zusätzlich zu dem Nutzen, den die interne Verwaltung hat, kann der Bürger auch an dem System teilhaben. Er kann die Plakette mit seinem privaten Smartphone berühren und beispielsweise eine defekte Laterne melden. Das Ganze ohne App. Was man hier sieht, ist, wie das kommunale Fahrzeug mit dem Vialytics-System durch die Straßen fährt und dann in jedem einzelnen Bild, alle 4 Meter wird ein Bild geschossen, einen Bereich der Straße aufnimmt und diesen analysiert auf Straßenschäden wie Schlaglöcher, Risse und dieser Erkennung auch eine Bewertung zuschreibt. Und damit lassen sich eben ganze Straßennetze automatisch analysieren und in eine Sanierungsplanung überführen. Viele Unternehmen wollen heutzutage eine ganze Menge machen und dann ist es auch super, dann kann man auch wirklich viel machen und dann kann man auch in wenigen Jahren klimaneutral werden, wirklich, wenn man das möchte. Ist natürlich immer eine Frage des Investments und wie viel ist das einem Unternehmen wert. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Schritt, erstmal zu schauen, hey, wo kommen die Emissionen her und was kann ich überhaupt tun? Denn erst wenn ein Unternehmen auch wirklich weiß, was kann ich tun, kann es dann auch wirklich Schritte einleiten.